Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Programmierung mit Architect ALP. Heute werden wir eine Lichtsteuerung mit automatischer Abschaltung an einer Eingangstür programmieren. Die Lichtsteuerung sollte durch einen Drucktaster SB1 an der Eingangstür eines Hauses gesteuert werden. Wird dieser für weniger als 2 Sekunden bedient, so wird das Anschalten des Lichts für einen kurzen Zeitraum von einer Minute ausgelöst, wenn der Lichtschalter F1 eine geringe Helligkeit feststellt. Sollte der Drucktaster für länger als 2 Sekunden betätigt werden, so wird das Licht unabhängig von dem Umgebungslicht für 3 Minuten eingeschaltet. Eine Wochenschaltuhr soll die Funktion an vordefinierten Wochentagen erlauben. Und außerdem sollte die Lichtsteuerung Signale externer Geräte SA1 empfangen können. Um diese Funktion realisieren zu können, muss das Steuergerät über mindestens 2 digitale Eingänge und einen digitalen Ausgang sowie über eine integrierte Echtzeituhr verfügen. Diese Voraussetzungen erfüllen sowohl das programmierbare Relais PR200 oder auch andere Kleinsteuerungen von Architect. Zum Erstellen des Programms benötigen wir die in Architect ALP integrierten Logikgatter sowie die Funktionsblöcke Impuls, Einschaltverzögerung und Wochenschaltuhr. Logikgatter geben abhängig von dem Signal am Eingang ein logisches Ausgangssignal aus. Der Funktionsblock Impuls gibt bei Anlegen einer positiven Flanke am Eingang einen Impuls mit einer vordefinierten Länge aus. Die Einschaltverzögerung setzt eine logische 1 am Ausgang, wenn eine logische 1 am Eingang für mindestens die Dauer der eingestellten Verzögerungszeit anliegt. Die Wochenschaltuhr erzeugt ein Ausgangssignal in Abhängigkeit von der jeweiligen Zeit sowie den Wochentagen, die eingestellt wurden. Zur Anpassung der jeweiligen Parameter nutzen Sie bitte das entsprechende Eigenschaftsfenster. Erinnern wir uns nun an die Programmanforderung und weisen die Ein- und Ausgänge den jeweiligen Bauteilen zu. Der erste digitale Eingang wird mit dem Lichtsensor F1 verbunden. Der zweite digitale Eingang wird mit dem Taster SB1 verbunden. Des Weiteren wird der dritte digitale Eingang zur Verbindung mit einem externen Gerät SA1 offengelassen. Der digitale Ausgang 1 wird an die Lichtquelle weitergeleitet und der digitale Ausgang 2 stellt das von der Wochenschaltuhr abhängige Steuersignal zur Verfügung. Um das Licht für 3 Minuten einzuschalten, muss der Taster für mindestens 2 Sekunden lang gedrückt werden. Wir verbinden also den zweiten digitalen Eingang mit der Einschaltverzögerung und stellen in dem Eigenschaftsfenster unten rechts eine Verzögerung von 2 Sekunden ein. Das Ausgangssignal wird anschließend mit dem Impulsblock verbunden, sodass ein Impuls mit einer Zeitperiode von 3 Minuten erzeugt werden kann. Die Impulslänge wird im jeweiligen Eigenschaftsfenster eingestellt und das Impulssignal wird später an den digitalen Ausgang 1 weitergeleitet. Im nächsten Schritt implementieren wir die Funktion, die die Beleuchtung bei einer kurzen Betätigung des Tasters für einen Zeitraum von nur einer Minute einschaltet. Dafür wird erneut der Funktionsbaustein Impuls benötigt, jedoch mit einer Impulslänge von nur einer Minute. Das Tastersignal soll nur einen Impuls auslösen, wenn der Lichtsensor keine bzw. eine geringe Lichtstärke misst. Dies kann mit Hilfe einem Nichtgatter sowie einem Undgatter realisiert werden. Um den Impuls später an die Beleuchtung weiterleiten zu können, wird ein Odergatter verwendet. Um die Beleuchtungsfunktion durch externe Signale steuern zu können, wird der dritte digitale Eingang mit einem weiteren Odergatter verbunden. Damit das Licht nur zu bestimmten Zeiten eingeschaltet werden kann, beispielsweise in den Abendstunden und in der Nacht, kann die in Architect ALP integrierte Wochenschaltuhr genutzt werden. Im Eigenschaftsfenster können dann die Wochentage sowie die Daten für das Ein- und Ausschalten eingestellt werden. In diesem Beispiel ist die Beleuchtungssteuerung nur von 18 bis 8 Uhr montags bis freitags möglich.
der Ausgang der Wochenschaltuhr sowie die Impulssignalleitung werden anschließend als Eingänge eines UND-Gatters angeschlossen. Der Ausgang wird mit dem zweiten digitalen Ausgang verbunden. Nachdem das Programm entwickelt wurde, kann es im Simulationsmodus getestet werden. Betätigen wir den Taster für einen kurzen Moment und ist wenig bzw. kein Außenlicht vorhanden, so wird ein Impuls mit einer Länge von einer Minute ausgelöst. Bei langer Betätigung wird das Licht für 3 Minuten eingeschaltet. Externe Steuersignale werden auch vollständig an den jeweiligen Ausgang weitergeleitet. Verändern wir den aktuellen Zeitraum in der Simulation, so können wir sehen, dass die Wochenschaltuhr eine Lichtsteuerung nur in den jeweils eingestellten Zeiträumen erlaubt. Bei Fragen rund um unsere Produkte können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen, den unser Architekt-Team schnellstmöglich beantworten wird. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.